So, dann pusten wir mal die Kerzen aus. Jetzt, wo der Mulan-Kai das nicht mehr anmacht. Dann wird sie düster auf der Insel. Und die Haki können sich ausbreiten. Dann tickt der da oben in seinem Haus auch aus. Ich lasse sie lieber hier. Sie erinnert mich. Du willst doch aufpusten, nicht wegnehmen. Pust aus. Ja, die Fabrik und die Flammen hier sind natürlich, nicht Flammen, die Laternen hier sind natürlich nicht auszumachen. Nicht noch einmal. Ich habe Bandu. Na, schade. Ich wollte nochmal läuten. Ich lasse sie lieber. Sie erinnert mich. Könnt ihr machen, könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal, wenn ihr das auf YouTube guckt, dann später im Netzwerk und die Glocke aktivieren. So, sehr schön. Er zündet sie auch nicht wieder an. Da haben wir es wohl jetzt gleich geschafft. Hier nochmal Kerzen. Pusten. Gute Nacht, Mama. Und hier die letzten Kerzen. Gute Jetzt müsste Nacht, ja was Mama. passieren. Hier steht etwas eingraviert. Kalida hat Ohren im Wasser. Aha. Okay, wir müssen wohl irgendwas ins Wasser werfen gleich. Oh, die Perle, vielleicht können wir das mal versuchen. Wäre mal den Versuch wert. Die versenke ich lieber nicht im See. Sie könnte von einer Auster gefressen werden. Okay, dann nicht. So, die Kerzen sind schön alle aus. Sein, ich habe irgendwo eine vergessen. Dann müssten die sich doch jetzt hier rüber treiben lassen. Okay, hier geht's lang. Nee, nicht hier lang. Das war in einem Haus weiter oben. Das war hier. Hier, komm mal durch. Jetzt sind doch alle Lichter aus. Jetzt können wir doch bestimmt. Nein. Können wir die auf die andere Seite der Lichtung verjagen? Ich will sie nicht verscheuchen. Wenn sie sich noch tiefer im Wald verkriechen, können sie mir nicht mehr dabei helfen, Kalida zu wecken. Ich müsste sie irgendwie dazu bringen, mir auf den vorderen Teil der Insel zu folgen. Aber wie? Das ist doch dunkel, das Dunkel hier. Das können wir bestimmt eine Kerze mit einem Feuerstein. Nein, ich lasse dich. Ich kann die Kerze anzünden. Hier auf jeden Fall nicht. Mit dem Mond. Hol mir den Mond vom Himmel. Nein, ich trage schon die Last dieser Welt auf meinen Schultern. Da muss nicht noch ein Mond dazukommen. Ich mag den Mond. Er guckt so traurig. Kein Wunder, wenn er sich die ganze Zeit dieses Elend hier ansehen muss. Was soll denn dann die Sonne sagen? Früher habe ich dem Mond all meine Sorgen erzählt. Irgendwann wurden die Nächte zu kurz dafür. Oder deine Sorgen zu lang. Wie man es nimmt. Jetzt habe ich irgendwo Kerzen. Ich hab schon den Verdacht, wir müssen eine Kerze mitnehmen. Wo können wir die aber anzünden? Ist ja alles düster. Was? Wer war?
Okay, bei dir nichts. Du schon wieder? Was willst du? Siehst du? Wieso? Was? Mir wurde ein... Das war, wenn ich... Hörst du? Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe. Dass sein Krokodil ist, Dings. Schnauze zugebunden ist, das merkt auch nicht. Okay, wir hätten vielleicht noch, bevor wir das letzte Lichtlein ausboosten, vielleicht noch ein bisschen unsere Kerze anzünden können. Ich glaube, hier drin haben wir auch noch eine Kerze. Die funktioniert aber nicht. Der grüne Kerze. Ich lasse sie lieber. Sie erinnert mich an das. Können wir die anzünden mit. Nee, aber das wollen wir ja nicht. Vielleicht können wir mit Feuersbock. Dann wäre eine Idee. Warte, hier mal. Eine Idee wäre es wert. Der Versuch. Guck mal, Spot, ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Sie scheinen sich nicht für dich zu interessieren. Was bist du nur für ein Langweiler? Ja. Vielleicht in einer anderen Form, in der Kugelform. Guck mal, Spot, ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Nanu, die Yaki scheint wie hypnotisiert von den 5 Minispots. Vielleicht halten sie ihn für etwas zu essen, aber so ganz scheinen sie sich nicht aus dem Nest zu trauen. Ich sollte nach den restlichen beiden Ausschau halten. Vielleicht trauen sie sich ja gemeinsam. Aha. Ich muss also hier noch 2 holen und dann... Aber wie fangen wir den ein? Nein. Wieso nicht? Vielleicht können wir Spot irgendwie dort. Wir können eine Kugel auf die. Auf das Fass legen. Und das Fass verschließen. Damit kann ich hier nichts ausrichten. Vielleicht den hier. Spot aufs Fass. Sehr schön. Jetzt ist es Jaki greifen. Nein. Oh, okay, jetzt ist es da drüben. Da vielleicht eine Murmel in den Baumstumpf. Ein Wegweiser. Ich wüsste nicht wozu. Die Schilder dienen offenbar nur zur Abschreckung. Aber wie... Ich wüsste nicht, wo die Schilder die noch. Vielleicht müssen wir hier die Kerzen wieder anzünden, damit er sich nicht dahin traut. Und der Lichtscheu. Das wäre eine Idee. Hier ist ja eine Kerze. Den mal erst dort wegscheuchen. Und dann kann er ja nur dort bleiben. Da ist er nur. Wird er wieder dort hinter. Nein, das passt hier nicht. Okay, Kerze wieder anzünden. Ich lasse sie lieb, sie erinnert mich. Feuerspot. Licht anmachen. Okay. Okay, ist jetzt hinter? Na wie? Na, man ist jetzt ganz verscheucht.
Ich weiß es nicht. Jetzt will Spots da draufsitzen oder so, das ist jetzt. Gucken wir mal, was jetzt gesagt wird. Guck mal, Spot, ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Nanu, Yaki scheint wie hypnotisiert von den 5 Minispots. Vielleicht halten sie ihn für etwas zu essen, aber so ganz scheinen sie sich nicht aus dem Nest. Ich sollte nach den restlichen beiden Ausschau halten. Vielleicht trauen sie. Okay, der letzte ist noch nicht. Wenn sie zu 5 sind, dann haben sie auch 5 zu spielen. Okay, das Licht bringt es hier scheinbar auch nicht. Den Kugelspot müssen wir hier draufsetzen. Jetzt mal am Wegweiser klopfen. Da müsste der jetzt drin sein, oder? Ich lasse die Schilder lieber hier. Irgendwem scheint offenbar sehr viel daran gelegen zu sein, dass sie hier stehen. Kerzen sind auch keine Lösung. Dann pusten wir sie mal wieder aus. Und da ist es wieder. Muss einen Wegweiser fehlen. Ich sag den Wegweiser fehlen. Sehr schön. Und jetzt hallo Yaki. Na. Es muss doch was werden. Wo läuft es lang, das Yaki? Hinter in den Wald hinein. Spot ist. Ah, Spot kommt wieder mit. Sehr schön. Mulachai sagte etwas von 5 Yakis. Wo ist nur der letzte? Ah, okay, wir müssen nur noch einen suchen. Und wir den finden. Uff. Einen Yaki müssen wir auch finden und hier übertreiben. Habe ich nicht hier schon einen gesehen? Ganz am Anfang der Sache. Müssen wir dann vielleicht mit dem Licht drüber treiben. Schau mal am anderen Ende des Ufers, am anderen Ende der Insel nach. Ja, aber die sind ja hier nicht. Wir wollen sie ja hier übertreiben. Das ist ja. Das heißt, der muss ja irgendwo da drüben sich aufhalten. Der letzte Yaki. Wo hält sich der letzte Yaki auf? In der Hütte nicht zufällig. Einfach nochmal versuchen. Guck mal, Spot, ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Nanu, Yaki scheint wie hypnotisiert von den 5 Minispots. Vielleicht halten sie ihn für etwas zu essen, aber so ganz scheinen sie sich nicht aus dem Nest zu trauen. Ich sollte nach dem letzten Ausschau halten. Vielleicht trauen sie sich ja gemeinsam. Ja, 5 Freunde, 5 Yakis. Tja. Ich
können wir die Kerze anzünden und damit irgendwo suchen. Ich sehe ja noch keinen Jagd hier. Hier ist auch keiner. Es gibt hier leckere Teriyaki-Soße. Wenn es so weitergeht. Was für ein miese Wortwitz hier heute. Es kommen ja auch keinen mehr zum Roten. Jetzt sollten wir da wirklich nochmal drüben nachgucken. Am Ufer. Hier wirklich noch ein Yaki auf. Ich meine, in der Stadt nicht, da ist es zu dunkel. Ja, vielleicht hier ist es zu hell. In der Fabrik und so. Vielleicht hier irgendwo Statue noch mal angucken. Hier steht etwas eingraviert. Kalida hat Ohren im Wasser. Aha. Okay, Ohren im Wasser. Vielleicht bringt das uns irgendwie. Den versenke ich lieber nicht im See. Er sieht zwar nutzlos aus, aber sowas kann täuschen. Ja, die Ratte. Man versenkt keine Wehrlose. Sie gehören zum Wunder der Schöpfung. Ich beginne Bens wütende Monologe. Okay. Ich wette, Spot kann größere Blasen machen, aber ich bin nicht in der Stimmung, das auszuprobieren. Tja. Feuerspot. Komm, Spot, Zeit für ein Bad. Feigling, seit wann bist du denn wasserscheu? Seit an der Feuerform ist. Wo wir aber noch nicht nachgesehen haben, was mir gerade einfällt. Da haben wir die Leiter wieder entführt. Das ist mir hier gerade. Wenn wir jetzt hier rüber gehen. Wir holen uns mal die Leiter zurück, die brauchen wir sowieso nicht mehr, da wollen wir ja nicht mehr runter. Nehmen wir mal die Leiter wieder mit. Und steigen da nochmal durch. Durchs Fenster bei dem Kollegen ein. War da nicht was, dass da doch irgendwie. Hat da nicht was unterm Bett geraschelt? Ich habe so keine Idee, wie wir das. Wenn da wirklich ein Yaki drunter ist unter seine Bett, wie wir das dann hinkriegen sollen. Wenn wir das bewerkstelligen sollen. Dass das dann mitkommt. Ich geh mal durch. Ich hör's doch hier schon. Jagen. So, Feuerspot. Kannst du mal nachsehen, was das für ein seltsames Quietschen ist? Ach, Spot, was soll ich bloß mit dir anfangen? Okay, können wir nicht. Kannst du mal nachsehen? Ach, Spot, was soll ich bloß... Sieh dir nur all die Perlen an, Spot. Da bist wohl selbst du sprachlos, was? Okay, wie können wir... Sieh dir nur all die... Da bist wohl sehr... Vorsicht, Spot! Wir müssen den Boden die wieder reinhämmern, aber das ist... Den sollte man mal begelegen, aber ich würde nur... In der Ruhm aufwecken ist das dann... Na, guck doch drunter nach unterm Bett. Wieso quietscht es... Hallo? Seltsam.
die Kerze mal am Spot anzünden. Bei Kerzen? Sei nicht traurig, Spot. Jedes Licht erlischt irgendwann einmal. Oder auch nicht. Das haben wir schon versucht. Mäuse quietschen anders, oder? Aber ja, die quietscht. So. Kannst du mal nachsehen? Ach, Spot, was soll... Spot ist nicht sehr... Kannst du mal nachsehen, was das für ein seltsames Quietschen ist? Ach, Spot, was soll ich bloß mit dir anfangen? Was soll nur mit Spot anfangen? Vielleicht... der Form. Kannst du mal nachsehen, was das für ein seltsames Quietschen ist? Ach, Spot, was soll ich bloß mit dir anfangen? Frag ich mich auch. Kannst du mal nachsehen, was das für ein seltsames Quietschen ist? Ach, Spot, was soll ich bloß mit dir anfangen? Tja. Kerze mit dem Bett. Vielleicht kann ich mit der Kerze das Quietschen besser orten. Aber wo befestige ich sie, damit sie nicht umkippt? Auf den Nagel. Ja, das wäre ein hervorragender Platz für die Kerze. Es müsste nur noch brennen. Brennen. Und los geht's, Spot. Ist ja großartig. Und da verschwindet das letzte Yaki. Gibt's heute doch keine Teriyaki-Soße. So, dann würde ich mal sagen, runter mit uns. Raus hier. Was? Wo? Wer wagt es? Hallo nochmal. Du schon wie? Was willst du? Siehst du nicht? Wieso? Was? Mir wurde ein... Das war, wenn ich... Hörst du... Bis später. Genau. Lass mich in... Okay, es ist Jagd jetzt runter. Das ist drüben. Wir werden es sehen. 1, 2, 3, 4, 5. Das sieht doch gut aus. Wenn ich richtig gezählt habe. So, na dann. 5 Google Spots. Mobile Spots. Let's start. Guck mal, Spot, ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Sie sind aufmerksam. Jackie scheint wie hypnotisiert von den 5 Minispots. Na dann kann es ja losgehen. Auf geht's. Jackie Finger auf den Hameln. Oh, sehr schön, sie folgen mir. Und dann rüber auf die andere Seite der Insel. Können wir die irgendwo platzieren, Yakis? Dann passiert da was von automatisch. Am besten hoch und sein. Ich sollte die Yakis lieber an einen ruhigen Ort führen. Irgendwohin, wo man sie auch singen hört. Ah, okay, ja. Wir erinnern uns. Ohren im Wasser. Sehr schön, dann können wir auch nicht leer machen. Ja, die hier drüben sind und singen. Folgt mir alle. Schöne Marschmusik hier. Na, ah, da sind sie. Und singt. Weißt du, wo Kalida ist? Bemühe dich nicht. Ich finde es auch so raus. Okay, wir haben ein Notenblatt. Warum singen sie nur nicht? Sie sollten doch eigentlich singen. Wir haben einen Taktstock. Ah, ein weiteres Minispiel. Oh, Schreck. Es
Jetzt müssen wir uns an den Noten angucken. Oh, das wird nervig. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Hm, wenn ich doch die Noten Schreck. Lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Nein, ich wollte mir das noch angucken. Das hier scheint ein... Naja, das ist ja auch was. So, da haben wir... Ich kann auch... Ich bin auch schlecht in Noten lesen. Dann mal zuerst... C war der Strich unten. D, E... Das ist ein F. G, A... C, D, E, F, G, das ist ein hohes G. Aber wie soll man das bei den Piepmatzen hören? Ein hohes G, ein hohes... Ich kann doch das Piepen nicht an, das wird doch das, werde ich doch niemals als Ton erkennen. Uff. Ich kann das hier aufhängen. Fünf Noten und fünf Arme. Vielleicht gibt es irgendwelche Hinweise auf die Höhen, auf der, wie die Noten aussehen. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche oben, mit der Achselhöhle machen. Unten, das ist ja auch was. Mitte. Okay, das ist das Höchste zuerst. Taktstock. Unten. War nicht richtig. Dafür bräuchte ich eher... Okay, das Rätsel, das schaffen wir doch heute noch. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, okay, der am höchsten kann sitzt... Lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Der am höchsten sitzt, der darunter. Dann der unterste. Und dann der... Dann der drittunterste und dann der zweitunterste. Das oberste, zweitoberste, unterste, dritter von unten, zweiter von unten. Oberste. Dann kam der. Dann der. Dann der, glaube ich. Und dann der. Das passt. Sehr schön. Au, wei. Jetzt wissen wir, was damit gemeint war. Und so kam es, dass Cedric seine Reise auf dem Rücken des riesigen Vogels fortsetzte, der einst eine Insel war. Schließlich hatte er Kalida gefunden. Kalida war die Insel, großer was Gott. Was ist passiert? Bin ich tot? Nein, Cedric. Du schläfst nur. Ich weiß, du bist nicht wirklich. Das alles hier ist nichts weiter als ein böser Traum. Ich bin realer, als du denkst. Schon sehr bald werden wir zusammentreffen. Und dann wirst du deine Bestimmung erfüllen. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Du glaubst noch immer, dass du es aufhalten kannst? Aber alles, was du erreichst, ist Zerstörung. Jede deiner Taten bringt dich dem Ende näher. Nein, du lügst. Das ist alles deine Schuld.
Es ist bald soweit. Das Ende steht kurz bevor. Erwache! Oh. Kapitel 3. Oh. Die Aski. Wo bin ich? Ist das immer noch mein Albtraum? Wahrscheinlich nicht. Das ist doch Corona. Sinusbot, Kalida hat uns fast bis zum Schloss gebracht. Aber wie sollen wir da bloß hinkommen? Es scheint keinen Weg hinaufzuführen. Kalidas Erwachen, Ende Kapitel 2. Errungenschaft freigeschaltet. Und hier machen wir nächsten Stream weiter, würde ich sagen. Da haben wir doch hier genügend, oder wir haben doch hier heute. Ah, cool, die Felsen, die ergeben einen Totenkopf. Wenn man sie richtig sortiert. Nicht, dass wir schon das erste Rätsel aufdecken. Ja, damit ich nach oben soll es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Wenn ihr das auf YouTube seht, lasst ein Follow da auf Twitch, wenn ihr das auf Twitch seht, live im Stream. Und hier machen wir dann im nächsten Stream, im nächsten Part, in der nächsten Aufzeichnung weiter. Ich würde sagen, für heute haben wir einiges geschafft. Danke fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir enden hier an dieser Stelle.